Ihr habt mir einige Fragen zu Walt Disney World gestellt und die beantworte ich jetzt alle. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Q&A von Walt Disney World. Ja, ich hatte ja auf Instagram vor, ich glaube, kurz nach meinem Trip auf jeden Fall, eine Fragebox in meine Story gepackt und ihr habt mir so viele Fragen gestellt. Also stellt euch schon mal drauf ein, es wird ein sehr langes Video, denn ich möchte natürlich jede Frage von euch beantworten. Also ich habe es gar nicht nachgezählt, aber es sind sehr, sehr viele. Viele Fragen haben sich natürlich auch wiederholt. Ich habe die Fragen in Gruppen geteilt, also versucht so ein bisschen thematisch, die thematisch zu gruppieren. Und natürlich die allermeistgestellte Frage, was hast du bezahlt? Das werde ich natürlich auch beantworten, später in diesem Q&A. Aber wirklich, das war die meistgestellte Frage. Und ich möchte jetzt schon mal von vornherein sagen, weil ich habe das ja schon mal beantwortet in meinem Vorbereitungsvideo. Und da hatte ich so ein paar Kommentare so, ach, du bist warum gibst du so mit deinen Reichtümern an, die du eigentlich nicht hast? Und keine Ahnung, also irgendwie wurde das nicht von jedem, aber von, wie immer im Internet, von ein paar wenigen negativ aufgenommen. Und ich möchte nicht mit meinen Reichtümern prahlen oder angeben oder sonst was. Diese Frage interessiert euch wirklich sehr und ich möchte euch einfach nur transparent machen, wie teuer so ein Trip sein kann. Und genau, deswegen schon mal vorab, wen's triggert, dann einfach wegschalten. Ne? Ich sag auch immer, wer meine Videos nicht gefällt, dann oben, ne, oben rechts ist das X. Einfach wegklicken und dann fühlt ihr euch auch nicht angegriffen oder getriggert von mir. Ja, aber egal, das wollte ich nur kurz vorab sagen. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Fangen wir an mit allgemeinen Fragen, wie ich sie genannt habe. Wie geht's dir und wie war's? Also wie geht's mir? Jetzt geht's mir, also es ist schon heute vor 2 Wochen sind wir gelandet. Also heute nehme ich das Video auf am Sonntag und vor 2 Wochen sind wir gelandet. Ist schon wieder ein bisschen was her. Wie es mir dann ging, ich war noch erkältet, also ich war noch ein bisschen angeschlagen und natürlich war es ein super, super anstrengender Trip. Also gegen Ende dachte ich nur so, oh, es ist anstrengend, ich will gar nicht mehr, ich will schlafen, nach Hause, aber ja, also sowas, dazu kommen wir auch noch später zu so einer Frage. Da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Und wie war es? Es war auf jeden Fall, wie gesagt, anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit Brina und Sinan. Wir haben tolle Sachen erlebt und ich bin froh, auch diesen Trip gemacht zu haben. Also ich bereue es jetzt nicht. Und jetzt geht es mir wieder wunderbar. Die nächsten Sachen stehen an. Umzug vom, ja, das stehen schon die ersten Umzugskartons. Ja, Umzug in die Schweiz und so. Also es wird auf jeden Fall eine aufregende Zeit in den nächsten Wochen. Wann ist der nächste Übersee-Disney-Trip geplant? Ja, das ist tatsächlich, es gibt noch keinen Plan. Ich habe noch nichts gebucht. Der nächste Übersee-Trip, aber nicht Disney, ist ja Thailand. In einer Woche geht es bei mir dann los. Und ja, wie gesagt, der nächste Disney-Übersee-Trip, keine Ahnung. Ich würde ja gerne die Disney-Cruise machen im Mai, aber da haben wir auch noch nichts gebucht. Aber die war ja eh ab, ich glaube, ab Mallorca oder Barcelona. Wäre die Disney Cruise und das heißt auch nicht wirklich Übersee. Natürlich starten im Januar die 100-jährigen Feierlichkeiten von Disney in Anaheim. Also Disney feiert ja nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen. Und Disney in Anaheim schmückt das Schloss und es gibt eine Show und so weiter. Natürlich fände ich das schon richtig geil zu sehen, aber ob ich nächstes Jahr nach Anaheim fliege, keine Ahnung. Mit dem neuen Job muss ich auch erstmal gucken. Ich habe weniger Urlaubstage. Muss mich erstmal in der Schweiz einleben und so weiter und so fort. Also, ja. Die nächste Frage bezieht auch sich darauf, wann geht es wieder in die USA, wann geht es wieder ins WDW? Also WDW, muss ich sagen, ist erstmal ganz hinten an der Anstellposition für den nächsten Disney-Park. Ich möchte natürlich alle Disney-Parks mal besuchen, unter anderem Anaheim, aber auch die asiatischen Parks. Und das würde ich tatsächlich jetzt erstmal priorisieren, als nochmal nach WDW zu fliegen. Ja, also mal gucken. Aber es ist noch nichts weiteres geplant. Welcher Aufenthalt hat dir besser gefallen jetzt im September oder Anfang des Jahres? Was war schlechter, besser?
Also mir hat der Aufenthalt jetzt tatsächlich besser gefallen, aufgrund der Tatsache, dass es einige Lockerungen gab. Im Januar mussten wir noch Maske auf Attraktionen tragen, in den Bussen. Es gab nicht wirklich Character Meets, wenn, dann gab es die nur mit Abstand. Und ja, also, und es gab keine Parade. Also die Parade zum Beispiel war auch im Januar nicht, hat nicht stattgefunden. Ja, also das sind so Sachen, die mir jetzt besser gefallen haben. Von den Temperaturen her muss ich sagen, auch wenn es kalt war, hätte ich es gewusst, wie kühl es im Januar werden wird, als wir da waren, hätte ich mir wärmere Klamotten eingepackt. Und dann fände ich tatsächlich die Temperaturen im Januar besser als jetzt im September. Am Anfang des Trips war es super heiß und schwül. Also diese Schwüle, diese Luftfeuchtigkeit war wirklich... Oh, ich dachte erst nach dem Animal Kingdom und im... in den Universal Studios, ich dachte, ich gehe ein. Und dann dieser Unterschied von draußen, hohe Luftfeuchtigkeit, heiß, zu den Klimaanlagen hat mich wirklich, das war mein Endgegner. Deswegen wurde ich ja auch krank. Genau, also von den Temperaturen her fand ich dann Januar ein bisschen angenehmer, wenn man sich wärmere Klamotten einpackt, als jetzt September. Weil es war natürlich nach dem Hurricane, also das kam ja auch noch dazu, wir hatten den Hurricane, das heißt, wir waren 2 Tage eingesperrt, aber das kann... natürlich immer passieren, das Wetter kann man nicht beeinflussen. Und danach war es halt nicht mehr schwül, aber es war heiß. Und das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. 2 Wochen lang jeden Tag in der Hitze. Aber natürlich hatten wir dann auch mehr Poolzeit. Also zum Beispiel im Januar war ich gar nicht im Pool, weil es mir zu kalt war. Das war natürlich jetzt hier im September angenehmer, wenn man sich mehr entspannen will am Pool, sonnen möchte oder so weiter. Genau, ansonsten mit denen hatte ich jetzt natürlich auch mehr Disney-Freunde dabei. Also ne, im Januar war ich ja mit meiner Mama und ihren Freundinnen dabei. Die waren jetzt nicht so Disney-affin. Und ich war auch den halben Tag dann alleine immer, weil die dann mittags schon ins Hotel gegangen sind. Und jetzt hatte ich natürlich Brina und Sinan dabei. Und natürlich sind das die Disney-verrückt. Also Brina auf jeden Fall, Sinan jetzt nicht. Ja, deswegen, ihr wisst, wie ich das meine. Da war ich nicht immer so ganz alleine, obwohl ich auch kein Problem habe, alleine zu sein. Ja, also jeder Trip hatte seine Vor- und Nachteile. Genau. Wie hast du WDW nun wahrgenommen zu Januar? Hast du WDW jetzt mehr genießen können? Ja, tatsächlich war das der Fall, denn im Januar, das hat jetzt Brina auch das erste Mal erlebt, also als sie jetzt da war zum ersten Mal, es war sehr überwältigend. Im Januar waren die Eindrücke schon extrem krass, die auf einen einwirken. Es gibt so viel zu verarbeiten und deswegen war ich auch überwältigt einfach von den ganzen Eindrücken im Januar und konnte alles nicht so aufsaugen und wahrnehmen wie jetzt im September. Ich kannte schon alles, ne? Ich war sozusagen der Reiseführer, ich wusste, wo die Attraktionen sind, wo wir hinlaufen mussten, wir mussten nicht irgendwie die Map studieren. Das war natürlich schon ein großer Vorteil. Im Januar musste ich das natürlich alles auch machen, die Map studieren. Wo steht jetzt welche Attraktion, wo müssen wir hin, wie läuft der Weg und so weiter. Klar, wir haben immer noch manchmal in den Apps geguckt, also in der App. Aber ja, also ich konnte es auf jeden Fall jetzt zum zweiten Mal mehr genießen als beim ersten Mal. Wie gesagt, ich war... beim ersten Mal sehr überwältigt von den ganzen Eindrücken. Und das Erlebnis hatte jetzt Prina auch. Möchtest du alle Disney-Parks weltweit besuchen? Ja, das hatte ich auch eben schon gesagt. Auf jeden Fall steht das auf meiner Bucketlist. Auch wie Prina möchte ich alle Disney-Parks weltweit einmal besucht haben. Und bevor es natürlich an Nachwuchs geht, würde ich, also ich werde nicht alle schaffen, aber ich möchte noch ein paar Disney-Parks abhaken. Mal sehen. Ja, kommen wir zu den Fragen zu den Parks, also zu Walt Disney World, zu den einzelnen Parks. Und wie gesagt, da sind einige, die habe ich auch so versucht, ein bisschen zu gruppieren. Welcher Park gefällt dir am besten? Ja, welcher Park gefällt mir also vom ich würde jetzt sagen, nicht an den Attraktionen, sondern generell vom Aussehen her, würde ich tatsächlich sagen, gefällt mir das Animal Kingdom am besten. Ich mag dieses naturbelassene, so viel Natur, so viel Grün. Es sieht einfach schön aus, wenn man da langläuft. Die ganzen Tiere, die da rumlaufen. Also vom Look her gefällt mir Animal Kingdom am besten. Von den Attraktionen her gefallen mir die Hollywood Studios am besten. Denn die Hollywood Studios haben richtig geile Attraktionen in den letzten Jahren bekommen. Rise of the Resistance, Mickey's Runaway Railway, ne? Hier meine Ohren. Also das sind wirklich richtig geile Attraktionen. Jetzt natürlich hat jetzt Epcot auch eine richtig geile Attraktion bekommen.
Guardians of the Galaxy. Aber ich mache tatsächlich auch noch ein separates Video zu meinen Top 5 Attraktionen im Walt Disney World. Das kommt dann auch noch. Also ich habe noch ganz, ganz viel Content, den ich mit euch teilen möchte. Aber es ist so viel geplant auch in den nächsten Wochen an Videos. Deswegen kommt das irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Genau, also das habe ich jetzt beantwortet. Was ist die schnellste Attraktion? Boah, was ist die schnellste Attraktion? Also Guardians of the Galaxy war, Cosmic Rewind war es schon sehr schnell. Was ist noch schnell? Ja, Expedition Everest. Also die ganzen Achterbahnen sind schon schnell, aber es ist jetzt nicht so wie Taron im Phantasialand. Oder, ne, das kriegt ihr dann eher in den Universal Studios mit Velocicoaster. Aber so richtig super mega schnelle Attraktionen fallen mir jetzt in WDW gerade nicht ein. Also klar, die ganzen Achterbahnen, aber ja, ist jetzt kein mega Adrenalinschub. Guardians macht halt Spaß. Man muss dazu bedenken, man dreht sich halt in sich. Also wenn das einem nicht gut tut, dann sollte man das auch nicht fahren. Ja, genau. Muss man für Universal den Eintritt wieder bei WDW reservieren? Nein, muss man nicht. Ganz einfach, schnelle Frage beantwortet. Wie viele Tage hattet ihr pro Park und was habt ihr alles geschafft? Also wir hatten im Schnitt 2 Tage pro Park. Ich war im Magic Kingdom dann auch nochmal öfter, weil Brina und Sinan ja andere Sachen gemacht haben. Und ja, also wie gesagt, 2 Tage pro Park. Und 2 Tage pro Park ist auch wirklich, wenn man alles schaffen möchte, auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man nur einen Tag pro Park hat, sollte man sich auf jeden Fall eine Liste machen, was man unbedingt machen sollte. Dazu muss man sagen, wir hatten natürlich während des ganzen Aufenthalts Genie Plus. Das hatten wir vorher dazu gebucht, das gibt es jetzt aber so nicht mehr in dem Paket. Wir haben nämlich, glaube ich, 8 Euro pro Tag dann nur bezahlen müssen und konnten Genie Plus jeden Tag nutzen. Das war natürlich ein Vorteil, um einiges zu schaffen, denn es gibt Attraktionen wie Jungle Cruise oder Space Mountain, die lange Wartezeiten haben, und dafür ist Genie Plus natürlich ideal. Und wenn ihr auch wirklich nur wenig Zeit habt für die Parks, würde ich euch Genie Plus ans Herz legen. Aber da muss ich jetzt auch schon mal dazu sagen, nach unserer Rückkehr ist Genie Plus angestiegen vom Preis. Normalerweise hat es 15 Euro pro Tag gekostet, mittlerweile kostet es 20, sogar bis 22 Dollar pro Tag. Da könnt ihr natürlich den ganzen Tag nutzen, aber ja, da müsst ihr tatsächlich priorisieren. Also Genie Plus lohnt sich auf jeden Fall fürs Magic Kingdom. Für die anderen Parks ist Genie Plus jetzt nicht wirklich notwendig. Ja, also wir haben alles geschafft, was wir machen wollten. Brina wollte ja alles schaffen. Sie wollte ihren Full Count. Sie wollte, wir haben nicht alles geschafft, muss ich sagen. Aber wir hatten im Animal Kingdom, haben wir die Lion King Show nicht gesehen. Aber wir hatten auch im Animal Kingdom keine wirklich ganzen vollen Tage, weil wir am letzten Tag abreisen mussten und am ersten Tag, wo wir da waren, nach einem halben Tag auch gegangen sind, weil wir nach Disney Springs fahren wollten und Minigolfen. Deswegen, oder? War es Minigolfen? Auf jeden Fall haben wir abends irgendwas anderes gemacht. Deswegen haben wir im Animal Kingdom jetzt zum Beispiel die Lion King Show nicht geguckt. Aber ich kenne sie ja schon vom Januar, und Brina war jetzt auch nicht so keen on Shows, sage ich mal so. Was war für dich das schönste Erlebnis, Show, Attraktion? Das schönste Erlebnis, diesen Trip? Muss ich mal kurz überlegen. Also mein schönstes Erlebnis jetzt so auf Anhieb, würde ich sagen, war Sully treffen. Ich wollte Sully schon immer im Disneyland treffen, aber mit Umarmung. Und das ging ja nicht. Ich habe ihn ja mal getroffen während Corona mit Abstand. Und deswegen Sully zu treffen, dieses Riesenmonster, so kuschelig, war wirklich eins meiner Highlights. Welche Show ich am besten fand? Ich finde, das Feuerwerk Enchantment finde ich schön. Schön und das Beast fand ich toll. Friendship Fair fand ich auch gut, aber das war in der prallen Sonne. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, also die Shows in WDW hauen mich jetzt um, wie zum Beispiel in Disneyland Paris, Dream and Shine Brighter oder so. Also das waren die Shows, die mir am besten gefallen haben. Und Attraktionen, Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, Mickey's Runaway Railway, das sind Guardians of the Galaxy. Das sind auf jeden Fall die schönsten Attraktionen für mich oder die besten. Welches der beiden Schlösser gefällt dir besser? Also das brauchen wir gar nicht diskutieren, da ist Paris ganz weit vorne, ganz weit vorne. Also Paris auf jeden Fall eines der schönsten Schlösser, ich glaube auch sogar weltweit. Was hat dir gar nicht gefallen? Was hat mir gar nicht gefallen? Tatsächlich war die Sauberkeit teilweise in den Toiletten nicht so da gewesen.
Und dann hatten wir zwischendurch auch Probleme mit dem Genie Plus Ticket von Sinan. Da mussten wir dann öfter dann, also an mehreren Tagen zu dem Guest Services und auch, also wie gesagt, mehrmals am Tag, auch an mehreren Tagen. Das hat tatsächlich aufgehalten und ja, was mir gar nicht gefallen hat, war Harmonious. Also diese Show, die wird ja auch abgesetzt, dieses Feuerwerk im Epcot, ist jetzt nicht so der Brüller. Das war jetzt so, ne? Also ich mache auch noch ein Vergleichsvideo zu Disneyland Paris und zu Walt Disney World und so, aber da muss ich mich wirklich hinsetzen und das runterschreiben. Aber das waren jetzt so die Sachen, die mir auf Anhieb gar nicht gefallen haben. Achso, und das Wetter war manchmal sehr heiß, aber damit muss man rechnen im September. Magic Kingdom oder Disneyland Paris, welcher Park hat für dich das schönste Ambiente? Ja, da kann ich schon mal spoilern. Es wird ein Video dazu geben, aber kurz gesagt, Disneyland Paris ist für mich der schönere Park als das Magic Kingdom. Was findest du besser im WDW als in Disneyland Paris? Ja, kurz gesagt, also eine Sache kann ich nochmal sagen, die Fotopass-Fotografen auf jeden Fall und die Auswahl an Essen, also die Variation an Essen, sage ich mal so. Aber dazu wird es auch ein separates Video geben, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Lohnt es sich, nach WDW zu fliegen oder eher Paris? Also das ist natürlich, das sind zwei ganz andere Welten. Ob es sich lohnt, also ich würde schon sagen, es lohnt sich auf jeden Fall nach WDW zu fliegen, wenn man das Finanzielle hat und auch die Zeit. Also Disneyland Paris schafft man ja eventuell an einem Wochenende oder in 2-3 Tagen. Walt Disney World ist das unmöglich, also das schafft ihr nicht in 2-3 Tagen. Da braucht ihr schon mindestens eine Woche, wenn nicht überhaupt 10 Tage. Und ja, man muss eine weitere Strecke fliegen, das ist natürlich auch teurer. Generell ist es in Amerika viel, viel teurer als in Disneyland Paris, was das Essen angeht und die Hotels. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall, nach WDW zu fliegen, wenn man dieses Riesending, sage ich mal, auf jeden Fall erleben möchte. Aber es reicht auch Paris, sagen wir es mal so. Paris hat teilweise, also wenn es die Attraktion in beiden Parks gibt, wie zum Beispiel Pirates oder Space Mountain, ist auch Paris auf jeden Fall die bessere Wahl. Beste und schlechteste Attraktion. Ja, beste auf jeden Fall für mich Mickey's Runaway Railway, wenn ich jetzt mich für eine entscheiden müsste. Und die schlechteste Attraktion ist Mission Space, so heißt es, in Epcot. Ist für mich, also bin ich im Januar gefahren, das war die erste Attraktion, wo es mir wirklich schlecht übel würde. Also ich habe mich nicht übergeben, aber ich hatte so ein richtig komisches Bauchgefühl und man sitzt in so einem Art Raumschiff, also in einem Simulator und fliegt ins All und man bekommt diese G-Kräfte auf sich und das ist für mich die schlechteste Attraktion, die ich jemals irgendwo gefahren bin. Was ist dein schönster Moment? Was hat dir bei diesem Disney-Urlaub am besten gefallen? Ja, schönster Moment. Es gab natürlich viele schöne Momente mit Brina und Sinan. Wir hatten viel Spaß zusammen. Und ja, was hat mir am besten gefallen? Natürlich, dass diesmal die Lockerungen zu den Charakteren genommen wurden. Wir keine Maske mehr tragen mussten. Und ja, auf jeden Fall kann man das so zusammenfassen. Muss man sich für das Treffen mit den Disney-Figuren lange anstellen? Eigentlich, also ich muss sagen, es ist tatsächlich besser als in Disneyland Paris. Vor allem für Joy und Penelope von Ralph Reichts haben wir, glaube ich, 5 bis 10 Minuten angestanden. Das sind ja wirklich sehr beliebte Charaktere bei uns in Disneyland Paris. Wenn die mal rauskommen, steht man ja 1-2 Stunden an. Also das war tatsächlich gut. Es gibt aber auch, wo wir länger angestanden haben, für Mickey und Minnie in den Hollywood Studios, in den besonderen Outfits, sage ich mal, haben wir schon so 30 bis 45 Minuten gewartet. Ich glaube auch, das war tatsächlich das Längste, was wir gewartet haben. Sully war eine halbe Stunde. Ja, genau. Also ich würde jetzt sagen, das Längste, was wir angestanden haben, war 45 Minuten. Und das haben wir auch in der App geguckt, dass wir jetzt, also länger hätten wir auch gar nicht dafür angestanden. Deswegen, also muss ich sagen, die Charaktere, die Warteschlangen sind auf jeden Fall besser als in Disneyland Paris. Aber ich muss auch sagen, zwischen dem Epcot werden auch mehr Charaktere angeboten. Ja. Also da sonst die Apps checken, ansonsten geht es wirklich relativ schnell. Aber das muss man auch dazu sagen, die Interaktion mit den Charakteren ist weniger als in, zum Beispiel in Disneyland Paris. Wahrscheinlich geht es auch deswegen schneller. Man wird so ein bisschen abgefertigt. So zack, 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 Foto, Foto. Ne? Gefühlt konnte ich ja nur 10 Sekunden für den Vlog filmen. Und dann so, ja, ja, Foto und jetzt ne Foto und dann müssen wir gehen. Also da nehmen sich die Disneyland Paris Figuren auf jeden Fall mehr Zeit.
Wie wird der Fingerabdruck am ersten Tag genommen beim Check-in? Am ersten Tag geht man mit seinem Magic Band hin und hält dann also zum ersten Mal den Fingerabdruck auf das Gerät und da wird es eigentlich gespeichert für die nächsten Tage. Also beim Check-in wird kein Fingerabdruck genommen. Lohnt es sich, eine Jahreskarte für die Parks zu holen, wenn man diese mehrmalig besucht? Also ich denke mal, dass die Frage für WDW abgezielt war. Und man muss sagen, dass WDW-Jahreskarten ja schon über 1000 Dollar kosten, also nichts im Vergleich zu Paris. Aber wenn man jetzt 2-3 Mal im Jahr hinfliegt für mehrere Tage, würde ich schon sagen, dass sich da auch eine Jahreskarte lohnt. Ähnlich wie bei Disneyland Paris. Genie Plus Lightning Lane, welcher Unterschied? Ja, das Video werde ich im Nachgang filmen zu diesem Video. Deswegen kommt das Video dann auch in den nächsten Wochen, wo ich Genie Plus erkläre, Lightning Lane und wo der Unterschied besteht. Wo steht der riesige Mickey-Kürbis? Ja, da seid ihr im falschen Park, denn der steht in Disneyland Anaheim. Da war ich nicht. Der habt ihr bestimmt bei Instagram gesehen. Das wäre natürlich auch cool für Walt Disney World, aber den gibt es nur in Anaheim. Gibt es viel zu erleben, wenn man keine Achterbahn fährt? Auf jeden Fall. Also wie in Disneyland Paris gibt es auch natürlich Attraktionen für Kinder, langsame Fahrten, es gibt Shows, man kann einfach nur die Magie in sich einsaugen und einfach nur die Deko oder den Park bewundern. Im Animal Kingdom gibt es Tiershows, da kann man sich die Tiere angucken. Also auf jeden Fall gibt es viel zu erleben, auch wenn man keine Achterbahn findet. So viele Achterbahnen gibt es auch gar nicht in Walt Disney World. Hast du mit deiner Jahreskarte in allen Shops, Restaurants Rabatt bekommen? Ja, das war tatsächlich, wir haben es ja probiert mit Disneyland Paris und es hat nicht in jedem Shop geklappt. Wir haben es immer probiert und manchmal hat es geklappt, manchmal haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Vor allem Epcot haben sie sich da sehr gesträubt. Aber in den Restaurants, nicht in den Schnellimms-Restaurants, da gibt es irgendwie generell keinen Rabatt mit Jahreskarte, auch nicht, wenn man eine WDW-Jahreskarte hätte, glaube ich. Aber in den hochpreisigen Restaurants, also im wo wir im Tepolinus waren, im Biergarten und so weiter, da haben wir dann gesagt, wir haben eine Jahreskarte von Disneyland Paris und da haben wir dann auch den Rabatt bekommen von 10% war es, glaube ich, fürs Essen. Ja, also einfach mal probieren. Wenn sie Nein sagen, dann sagen sie halt Nein. Wie sind die durchschnittlichen Wartezeiten im Park? Wann ist es nicht so voll? Also, die durchschnittlichen Wartezeiten könnt ihr einfach, wenn ihr jetzt sagt, ihr fliegt im Januar und ihr habt noch ein Jahr Zeit, dann würde ich mir im Januar die Wartezeit in der App anschauen. Es gibt Attraktionen, wo die Wartezeit natürlich mega lang sind. Peter Pan, Jungle Cruise fallen mir jetzt ein, Test Track, Frozen. Ne? Das sind natürlich sehr beliebte Attraktionen, wo die Wartezeit noch locker über 1 bis 2 Stunden. Rise of the Resistance. 2 bis 3 Stunden teilweise. Ne? Also das sind Attraktionen, die sind sehr beliebt. Aber da würde ich einfach mir mal tagsüber in die App reinschauen und gucken, wo sind lange Wartezeiten und wo halt nicht. Und wann ist es nicht so voll? Also die Wartezeiten sind natürlich geringer, wenn man morgens direkt zu Rope Drop, zur Parkeröffnung reingeht. Abends sind die Wartezeiten dann auch nochmal geringer. Und es gibt natürlich Monate, wo weniger los sein soll. Januar, Februar habe ich mal gehört, aber als wir im Januar da waren, war es jetzt auch nicht so wirklich weniger los. Und September soll auch so ein Monat sein. Aber dafür gibt es Crowd-Kalender im Internet, einfach mal bei Google eingeben. Und da findet ihr auch die Monate oder Wochen, wo es weniger los sein soll. Ja, und kommen wir jetzt mal zum beliebtesten Thema von euch bezüglich der Fragen. Was habt ihr bezahlt? Was hat es gekostet? Wo habt ihr gebucht? Ich habe das ja schon mal, wo haben wir gebucht? Wir haben über Walt Disney World Irland gebucht. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, verlinke ich euch gerne bei dem i. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie man sowas bucht und auch mit diesem als Paket und so weiter. Also da gibt es ein komplettes Video, da gibt es auch den Link zu der Seite. Also schaut da gerne mal rein. Und was muss man beachten beim Buchen? Natürlich, dass ihr die richtige Reisezeit auswählt. Ansonsten, was muss man beachten beim Buchen? Also ne, den richtigen Namen, das Hotel. Ich weiß nicht, was man sonst so beim Buchen beachten sollte. Also, dass die Daten richtig sind, aber sonst gibt es eigentlich, also für mich ist Online-Buchen das Einfachste der Welt. Und aber ich habe für euch ein Video gemacht, wie gesagt, schaut dann einfach mal rein. Da sage ich auch, ne, wo man draufklicken muss, was man beachten sollte und so weiter. Ja, was haben wir bezahlt? Ohne Flüge, mit Flügen, gesamt
könnt ihr, also zähle ich jetzt nochmal auf, wie gesagt, das habe ich schon mal aufgezählt und es ist kein Angeben oder so. Also wir haben für den Flug alleine 800 Euro bezahlt. Es war ein Direktflug von Frankfurt nach Orlando mit der Lufthansa. Und ich habe jetzt aber gehört, dass Lufthansa die Flüge, Direktflüge cancelt. Also es gibt wohl anscheinend gerade im Winterschedule keine Direktflüge von Frankfurt nach Orlando. Also das heißt, man musste eventuell umsteigen. Also 800 Euro der Flug. Dann haben wir für das Hotel alleine, inklusive der Genie Plus Sache, also ich habe ja gesagt, 8 Euro pro Tag, pro Person, haben wir für Genie Plus bezahlt. Das konnte man vorab dazu buchen, gibt es aber jetzt nicht mehr, diese Option, weil wir haben auch gehört, als wir die Probleme hatten mit Genie Plus, mit Sinans Genie Plus, dass es abgeschafft wurde für die Irland-Seite, weil es so viele Probleme gab, IT-technisch. Deswegen kann man das nicht mehr vorher dazu buchen, günstiger. Also für WDW Hotel, wir waren im All-Star Music Resort, eines der günstigeren Value Resorts. Mit Genie Plus haben wir für 2 Wochen pro Person 1.400 Euro bezahlt. Da war kein Essen dabei. Da ist der Memory Maker drin und wie gesagt Genie Plus. Das heißt, wir sind mit Flug und Hotel waren wir bei 2.200 Euro pro Person ohne Essen. Dann war auch eine Frage, wie viel kostet das Extra-Ticket für die Halloween und lohnt es sich? Dazu kam natürlich Mickey's Not-So-Scary Halloween-Party-Ticket für 150 Euro pro Person. Lohnt es sich? Also ich fand Mickey's Not-So-Scary Halloween-Party toll. Wir haben alles geschafft, ich habe alles geschafft, was ich machen wollte. Es gab ganz viele Süßigkeiten und es war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Brina hat gesagt, hat es nicht gelohnt, ihr hat es nicht so toll gefallen. Aber Brina ist auch nicht der mega Halloween-Fan. Also das ist Geschmackssache. Dann, was gab es noch in den Kosten? Wir waren einen Tag in Universal und mit Fastpass. Das heißt, der eine Tag Universal inklusive Fastpass hat uns 285 Euro gekostet. Das ist schon fast 300 Euro für einen Tag. In einem Freizeitpark ist schon hart, aber sonst hätten wir auf jeden Fall auch nicht alles geschafft. Wir haben wirklich jede Attraktion, die wir fahren wollten, also auch so Kinderattraktionen, glaube ich, haben wir tatsächlich geschafft in Universal. Ich habe ein paar ausgelassen, weil es mir ging es nicht so gut und so weiter, aber es war kein Problem. Ja, also war nicht günstig. Und jetzt, was man fürs Essen rechnen muss. Wir haben natürlich ein paar teure Restaurants gebucht. Ja, da müsst ihr euch vorab bewusst sein, dass sowas zwischen 60 und 80 Dollar kosten kann pro Person. Für einen Abend so in so einem schickeren Restaurant, sag ich mal. Wir waren im Whispering Café, wir waren im Biergarten, wir waren in Topolinos. Also da könnt ihr schon zwischen 60 und 80 Euro rechnen, Dollar pro Person mit Trinkgeld. Sagen wir mal, ihr vermeidet so Restaurants und möchtet einfach nur in Schnellimbiss-Restaurants essen oder Snacks oder so weiter. Dann würde ich so zwischen 30 und 50 Dollar pro Tag rechnen. Mit Getränken und Snacks und halt, ne? Wir haben halt nicht gefrühstückt, das muss man dazu sagen. Bei uns gab es kein Frühstück. Wir haben vorher bei Amazon Fresh Snacks bestellt, Bananen und so weiter. Wir haben uns morgens nur ein Getränk geholt und sind dann in die Parks gefahren und haben da halt einen Snack geholt und haben einmal meistens warm gegessen. Entweder im Restaurant oder im Schnellimbiss-Restaurant. Und sonst gab es halt nur irgendwas auf die Hand. Das war unser Essensplan. Es gibt natürlich Menschen, die wollen frühstücken. Es gibt Menschen, die essen zweimal warm. Es gibt Menschen, die essen keine Snacks. Ne, das kann man nicht so pauschal sagen. Deswegen würde ich sagen, wir haben pro Tag 30 bis 50 Dollar fürs Essen ausgegeben und Getränke ohne diese teuren Restaurants. So, als Preisspanne. Da könnt ihr euch ausrechnen, was ihr dann für euren Aufenthalt einrechnen müsstet. Gibt es auch im WDW Pauschalen und wie teuer ist das Ganze so? Also es gab mal diese Snack-Gutscheine dazu, die man dann auch einlösen konnte. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile wieder gibt. Brina hatte damals ihren Aufenthalt vor Corona so gebucht. Da gab es dann Vouchers fürs Essen und so weiter. Das war im Prinzip ja wie eine Pauschale. Also so wie eine Disneyland-Paris-Pauschale. Aber ob es das jetzt wieder gibt, bin ich mir nicht sicher. Ansonsten da immer bei Dine de la Paix, der Gruppe auf Facebook gucken. Die sind ja auch spezialisiert für WDW.
Und wenn es da sich was ändert, ob es das wieder gibt, dann werden die das auch bestimmt dort posten. Also ja, aber es gibt jetzt keine Pauschale wie jetzt so eine Urlaubspauschale mit Flug und Anreise und sowas. Das gibt es in WDW nicht. Gab es eine Entschädigung von Disney, als ihr wegen dem Wetter nicht in die Parks konntet? Nee, leider nicht. Ist halt, wie sagt man das? Und kann man halt, das sind halt Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Was kostet der Eintritt für einen Tag? Also ich glaube, ein Tag, ein Park ist auch bei so 100 bis 120 Dollar für Disney Parks. Ja, aber steht bestimmt auch online. Kann man die Magic, also das war jetzt alles zu den Kosten, habe ich jetzt gerade alles, ne? Das Thema, was euch interessiert hat, wie gesagt, buchen, gibt es ein eigenes Video und die Kosten habe ich gerade aufgezählt. Ja, achso, was habe ich noch sonst ausgegeben? Ja, wir waren natürlich beim, es gibt ein Haul, was ich mir alles gekauft habe, das könnt ihr, verlinke ich euch auch gerne bei dem i. Da seht ihr natürlich, was ich mir alles gekauft habe und was es gekostet hat. Also ich würde jetzt so roundabout rechnen, dass ich so 3.500 für den ganzen Trip, 3.500 bis 4.000 für den ganzen Trip ausgegeben habe. Mit Uber und, ne, das kommt ja auch noch dazu, wir mussten Uber nutzen, ne, so weiter und so fort. Kann man die Magic Bänder immer wieder benutzen, auch wenn auch von einer anderen Person? Also die Magic Bänder kann man immer wieder benutzen, wenn es eure Magic Bänder sind. Also die sind nicht personenübergreifend. Die kann man nur auf eine Person übertragen. Also die werden am Anfang auf eine Person übertragen und dann kann man die nicht mehr personenspezifisch tauschen. Natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, Mann und Frau mal kurz, wenn die Frau... Es geht aber auch nicht wegen dem Fingerabdruck. Also man kommt nicht in den Park. Man könnte theoretisch damit bezahlen, wenn man den PIN kennt. Also es gibt auch so, wenn ihr mit Magic Band bezahlt, müsst ihr einen PIN vorher auswählen und dann müsst ihr auch den PIN immer eingeben, wie mit eurer PIN, mit eurer Karte, im Prinzip eurer Kontokarte, müsst ihr den immer beim Bezahlen eingeben. Also ja, Magic Bänder sind nicht, kann man nicht an andere Personen weitergeben. Aber ihr könnt eure eigene Magic Bänder beim nächsten Trip auf jeden Fall wieder benutzen. Welche Magic Band Arten gibt es und welche ist am besten? Oh, also es gibt ja das normale Magic Band und das Magic Band Plus. Ja, das Magic Band Plus haben wir jetzt getestet. Im Prinzip ist es, ich glaube, 10 oder 15 Dollar sogar teurer als der normale Magic Band. Und es gibt halt Features wie es leuchtet bei Enchantment oder Harmonious. Und man kann mit den goldenen Figuren zum 50. Geburtstag interagieren. Also man sieht so bescheuert aus. Man steht vor den Figuren und winkt. Und winkt und winkt und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dann steht man da wie so ein Volldepp und winkt. Und dann kommt irgendwie so ein Geräusch raus aus dieser Figur. Irgendwann mal. Also, und dieses Leuchten beim Feuerwerk. Also ich gucke jetzt nicht die ganze Zeit beim Feuerwerk so, oh, ach, die Uhr leuchtet in der Farbe des Feuerwerks. Es ist so toll. Weil man guckt sich ja das Feuerwerk an mit der Projektion und ich gucke da nicht auf meine Uhr. Also, ich finde... Ja, normale Magic Band reicht vollkommen. Den muss man auch nicht aufladen. Das ist auch noch ein Nachteil bei Magic Band Plus. Man muss den auch noch aufladen. Also für mich Magic Band Plus lohnt sich überhaupt nicht und würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Das war totale Geldverschwendung. Was hatte es mit dem Winken der goldenen Figuren auf sich? Ja, das habe ich ja gerade beantwortet, ne? Dass die miteinander, dass die mal auf mein Magic Band reagieren. Wie kann man das Magic Band vorab bestellen? Ja, das kann man nur über eine VPN-Verbindung, eine USA-VPN-Verbindung machen. Also wenn ihr eine Buchung habt, kann man das Magic Band vorab bestellen, aber ihr müsst dann in eine VPN-Verbindung reingehen, um dann es bei Shop Disney vorzubestellen. Ich weiß nicht, das hat Brina gemacht bei uns, aber mit Mickey's Not So Scary Halloween Party Tickets war es ähnlich. Wir mussten es auch über eine VPN-Verbindung buchen. Aus Deutschland direkt geht das leider nicht. Aber ihr habt dann so einen Link da, Magic Bands vorbestellen oder so. Und dann müsst ihr aber das mit VPN-Verbindung machen. Ja, das war's zu den Magic Bands. Ist das ganze Freizeitpark-Fastfood-Essen nach 2 Wochen noch verträglich? Ja, also was wir hatten tatsächlich richtig Bock auf Nudeln. Prina und ich haben gesagt am Flughafen, boah, jetzt so Nudeln hätten wir richtig Bock drauf. Ja, aber ansonsten, es gab schon sehr viel Auswahl in WDW an Essensmöglichkeiten. Also es gab jetzt nicht nur Burger und Pommes. Also ich habe nur einmal Burger und Pommes gegessen in den 2 Wochen. Ansonsten gab es ja, viele verschiedene Sachen und auch gesünderes
Zeug, was ich tatsächlich vermisst habe, ist Obst. Da, ich habe das erste Obst im Flieger gegessen, im Rückflug dann wieder. Und es war so geil. Es war, oh, dieses Obst zu essen. Also das hat mir gefehlt. Nudeln und Obst. Ich würde wahrscheinlich beides bekommen, wenn ich danach suche. Aber ja, ansonsten fand ich das Essen wirklich in Ordnung. Aber es war jetzt nicht überragend. Welches Quick-Service-Restaurant im Park fandest du am besten? Also im Park im Januar tatsächlich fand ich das im Japan-Pavillon am besten. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Nicht das Restaurant, sondern das Schnellimbiss-Restaurant. Das war so lecker und ich habe es leider im September jetzt nicht mehr geschafft. Ich wäre so gerne nochmal da hingegangen. Es war unglaublich lecker. Also das Japan-Schnellimbiss-Restaurant in Epcot. Pico Bills heißt es, glaube ich, da, wo wir Tacos gegessen haben an Mickey's Not So Scary Halloween Party, fand ich auch sehr, sehr gut. Und was war noch gut an Schnellimbiss-Restaurants? Die Spring Rolls, ist jetzt kein Schnellimbiss-Restaurant, aber das war auch sehr lecker. Ja, vielleicht mache ich nochmal ein separates Video zu den Quick-Service-Restaurants im Park in Walt Disney World. Von welchem Essen warst du am meisten enttäuscht? Vom Biergarten. Oh! Also Biergarten, das war wirklich die reinste Zeitverschwendung. Zeit- und Geldverschwendung. Also Zeitverschwendung jetzt nicht, aber Geldverschwendung. Das Essen war furchtbar. Also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Es war also deutsches Essen, aber es war nicht lecker. Ich habe da wirklich kaum was gegessen. Ich habe nur das gegessen, damit ich satt war. Aber es war nicht, es war kein Genuss, sage ich mal so. Bist du mit den Outfits ausgekommen, beziehungsweise waren es zu viele? Es waren zu viele, denn wir hatten ja 2 Tage im Hotel. Wir waren eingesperrt und wir konnten ja nirgendwo hin. Das heißt, ich habe auch meine Outfits, die ich sonst geplant habe, nicht anziehen können. Und wir mussten ja tatsächlich auch dann umplanen mit den Tagen und mit den Outfits. Und ich hatte, glaube ich, 3 Kleider nicht angezogen am Ende. Und ich glaube, 1 oder 2 Paar Ohren. Aber sonst bin ich gut mit den Outfits ausgekommen. Wie viele Tage sollte man einplanen, wenn man das Wichtigste erleben möchte? Ja, also habe ich eben schon gesagt, am besten 2 Tage für jeden Park und so 1 Woche bis 10 Tage mindestens. Aber dann habt ihr auch wirklich keine, also wenn ihr alles erleben möchtet, das Wichtigste, dann wird es auch schon stressig. Also bei 2 Wochen könnt ihr dann auch entspannt nochmal einen Pooltag einlegen oder ihr wollt vielleicht nochmal shoppen gehen in Outlets oder so. Dann sollte man sich noch ein paar Tage mehr einplanen. Sonst wird es wirklich anstrengend und sehr stressig. Reichen 2 Wochen, um das ganze WDW zu sehen? Also nur WDW auf jeden Fall, da reichen 2 Wochen. Wie viele Tage würdest du empfehlen, wenn man dorthin reist? Habe ich auch schon beantwortet. Also mindestens 7 bis 10, wenn nicht sogar 2 Wochen. Also 2 Wochen wären ideal. Wieder ein Disney-Hotel beim nächsten Mal oder wäre ein externes auch okay? Also ich finde die Disney-Hotels, die Transportation ist mega gut. Deswegen würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder ein Disney-Hotel nehmen. Man darf früher in die Parks, zwar nur 1/2 Stunde, aber das macht oft auch schon sehr, sehr viel aus. Und ja, ich bleibe halt gern in der Disney-Bubble. Wenn ich schon so weit reise, dann bleibe ich auch schon in der Disney-Bubble. Ja, wenn ich natürlich jetzt was anderes noch plane, wie andere Freizeitparks oder ein Rundtrip oder so, dann würde ich wahrscheinlich ein externes Hotel nehmen, wenn ich nur ein paar Tage nach WDW gehe. Wie war das Hotel? Das Hotel fand ich wirklich sehr solide. Die Distanzen waren natürlich weit zu laufen und beim Hurricane war das Problem, dass wir keine Lobbyanbindung hatten. Das heißt, ja, bei der Ausgangssperre durften wir halt nicht aus dem Zimmer und dann hatten wir im Prinzip keine Versorgung, aber wir waren ja eingedeckt. Aber trotzdem sehr solide, für den Preis vollkommen okay. Die Pools waren super. Das Zimmer war gut, also das kann man natürlich, da konnte ich jetzt nicht meckern. Also wir hatten natürlich, ist wie wenn man nach Disneyland Paris ins Santa Fe oder ins Cheyenne fährt, ne? Da kann man halt nicht viel Luxus erwarten. Das war mir aber von vornherein klar. Wart ihr in einem anderen Hotel oder in einem Hotel oder in mehreren? Ne, wir waren nur im All-Star Music Resort, den kompletten Aufenthalt. Ach, kurz Pause, ich muss was trinken. Sind nicht mehr viele Fragen, sind nur noch so 10. Ja, ich sage, es war echt krass, was ihr das gefragt habt. Habt ihr eine USA-SIM-Karte fürs Handy gehabt? Ja, wir hatten eine eSIM. Also im Prinzip keine SIM-Karte in dem Sinne, sondern wir hatten uns über die Telekom eine eSIM gekauft. Das geht aber aktuell nur bei iPhone. Ihr müsst auch kein Telekom-Kunde sein.
Das heißt, ihr müsst die App Prepaid eSIM runterladen, wie gesagt, aber nur fürs Apple, fürs iPhone. Und ja, dann kann man da verschiedene Optionen auswählen. Wir hatten die für $50 für einen Monat unbefristet, also unendlich Datenvolumen, und wir hätten auch telefonieren können und sowas. Genau. Also ich hatte ja beim letzten Mal im Januar hatte ich eine physische SIM-Karte gekauft bei Amazon. Die war auch vollkommen okay. Hatte ich auch Datenvolumen, aber begrenzt war das bei mir tatsächlich. Aber hat auch vollkommen ausgereicht. Man hat da auch überall WLAN. Also auf dem Disney-Gelände hat man überall WLAN, aber ich wollte trotzdem Datenvolumen haben für den kompletten Aufenthalt. Hilfreiche Tipps und Tricks für einen WDW-Aufenthalt. Ja, ich würde sagen, das wird auch ein separates Video. Das würde jetzt hier auch die Länge sprengen. Welches Hotel in WDW würdest du empfehlen? Ach, schwierig zu sagen, weil ich war bisher nur in zwei Value Resorts, also im Pop Century im Januar und jetzt im All-Star Music Resort. Also ich bin da, glaube ich, der schlechte Ansprechpartner, für welche Hotels ich empfehlen würde. Es gibt natürlich super coole Hotels, aber die sind auch preislich ganz weit vorne. Also ja, da bin ich tatsächlich kein guter Ansprechpartner. Da kann ich euch, wie gesagt, empfehlen, Facebook-Gruppe, Dein Daily P, die können euch bestimmt weiterhelfen für Hotelempfehlungen für WDW. Aber auch hier Jens von Mausgebubble oder so, die sind ja auch zu Hause in WDW und kennen sich wahrscheinlich bei den Hotels auch besser aus. Wie war es für Sinan? Wäre es nicht gut gewesen, wenn dein Freund dabei gewesen wäre? Also gegen Ende waren wir halt wirklich alle fix und alle, und auch Sinan war gegen Ende, wir waren alle am Ende, gegen Ende zwischendurch halt nicht mehr so gut drauf, und es war halt anstrengend, und mit uns natürlich ist es auch anstrengend. Hier Fotos, da noch ein Video, da noch ein Reel. Ach, wir haben uns auch so viel vorgenommen, wir wollten so viele Reels drehen, das haben wir nach 3 Tagen auch alles wieder verworfen, weil wir haben gesagt, nee, die Reels drehen wir alle in Paris, dafür haben wir da Zeit, in WDW haben wir dafür gar keine Zeit gehabt, für irgendwelche Reel-Ideen umzusetzen. Ich hatte so viele Reel-Ideen, alles nichts geworden. Haben wir gesagt, machen wir in Paris. Deswegen, also, ja, mit uns ist es halt auch mal stressiger, oder er war auch bestimmt auch mal genervt von uns, aber ich glaube, gegen Ende, also zusammenfassend, hatte er trotzdem eine gute Zeit mit uns. Und ja, mein Freund, dem könntest du, glaube ich, ich habe ihm das sogar die Frage letztens gestellt. Also wenn du ihm 70.000 aufwärts zahlen würdest, also wenn da irgendjemand da wäre, der das zahlen würde, könnte er sich überlegen, mit nach WDW zu fliegen. Ansonsten, nein. Mein Freund ist kein Disney-Fan und mein Freund fährt auch nicht gerne in Freizeitparks. Das heißt, dieser Trip für 2 Wochen Freizeitpark und Disney wäre für ihn die reinste Hölle gewesen. Erstmal, dass er dafür auch Geld bezahlen hätte müssen, dann auch noch jeden Tag diese Schritte und diese Kilometer und alles. Also, das wäre für ihn der reinste Horror gewesen. Und ich glaube, wir wären nach 2 Tagen getrennte Leute gewesen. Also, nein. Deswegen, ja, ist er nicht mitgekommen. Wir fliegen dafür jetzt nach Thailand zusammen. Aber was ich mir auch letztens überlegt habe, Moni fragt, ist ja auch eine Rubrik auf meinem Kanal, die jetzt aber lange nichts mehr dazu kam. Und ich habe mir auch schon gefragt, mein Freund, und er bietet sich tatsächlich an für eine Runde Moni fragt. Und da werde ich auch auf Instagram dann eine Fragebox reinstellen. Und dann könnt ihr auch eventuell, da könnt ihr auch Fragen reinstellen für meinen Freund. Und ja, also folgt mir auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Und dann werde ich die ein oder andere Frage von euch dann auch mit aufnehmen. Und es wird auch ein bisschen privater werden, sage ich euch. Also er wird sich nicht vor der Kamera zeigen, das auf gar keinen Fall. Aber wir werden miteinander quatschen. Ich glaube, das wird richtig witzig. Auch für euch vor allem. Er ist nämlich sehr, sehr ehrlich, was Disney angeht. Kann man ohne Englischkenntnisse anreisen? Schwierig. Also man wird ja bei der Einreise allein schon gefragt, ne? Was macht man da? Wie lange bleibt man? Wann fliegt man zurück? Ne? Wo übernachtet man? Also die Fragen müsste man sich auf jeden Fall vorher mal aufschreiben. Ne? Die ganzen Einreisefragen. Wenn man keine Englischkenntnisse hat. Damals im Januar mit meiner Mama war ich natürlich dabei. Ansonsten hätten sie auch mega große Probleme gehabt. Die haben da keine Dolmetscher oder sowas. Und ja, auch im Park, ne, alles steht auf Englisch. Die ganzen Speisekarten, klar, man könnte jetzt Google Übersetzer benutzen, aber ich glaube, dass ohne Englischkenntnisse ist es schon schwierig, da klar zu kommen. Ich weiß nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, ohne Englischkenntnisse dahin zu fliegen.
Warum Count... Nee, warte, andere Frage. Welche Disney Minigolfplatz hat euch besser gefallen? Ich war tatsächlich nur bei einem, bei dem Fantasia Garden hieß es, glaube ich, am zweiten Tag. Oder war es am ersten? Am ersten? Was war am ersten Tag nach Typhoon Lagoon? Ich war nur bei dem einen und bei dem anderen war ich nicht dabei. Aber was ich gesehen habe von Brinas Stories, muss ich sagen, hat mir der zweite besser gefallen. Er war mehr Disney thematisiert. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Minigolf-Fan. Also, nee, das ist nicht. Ich habe es mitgemacht, aber es ist irgendwie nach dem fünften Loch, denke ich mir, oh Gott, kein Bock mehr. Also, ja. Warum countest du keine Achterbahn? Weiß mich nicht. Weil ich das nicht als Priorität, also ich konnte keine Achterbahn, weil es mich interessiert, wie viel Achterbahn ich in meinem Leben schon gefahren bin. Einfach so. Ja. Weiß ich, wie ich das sonst beantworten kann. Also wie gesagt, es ist eine Sache, die für mich kein Interesse hat. Hast du den Weg zu Terminal C gefilmt? Nee, leider nicht. Weil ich hatte in einer Hand meinen Handgepäckkoffer, in meiner anderen Hand meinen großen Koffer und mussten halt natürlich den Weg laufen. Ich hätte mir jetzt vielleicht einen Brustgurt mit GoPro anziehen können, aber habe ich in dem Moment jetzt nicht dran gedacht. Das tut mir leid. Aber es ist halt alles ausgeschildert. Man kann auch nette Leute, Mitarbeiter fragen, wo der Weg zu Terminal C oder halt andersherum zum Zug ist, zu Terminal B. Ne, man muss ja von Terminal C zu B laufen, wenn man mit Lufthansa fliegt. Aber es ist ja jetzt gerade eh... Aber die, wenn die umsteigen... Egal. Auf jeden Fall habe ich das denn nicht gefilmt. Wie lange hat die Immigration in MCO gedauert? Ja, die ging tatsächlich bei uns relativ schnell, weil wir im neuen Terminal gelandet sind und dann noch nicht so viel los war. Also ich glaube, die Immigration... Wir mussten ja auch zuerst unsere Koffer abholen und dann zur Immigration. Das ist auch so ein neues System. Also es hat, glaube ich, nachdem wir Koffer abgeholt haben, 20 bis 30 Minuten gedauert. Also nicht länger. Auf die Koffer haben wir ein bisschen länger gewartet. Also insgesamt vielleicht mit Koffer und Immigration 45 Minuten, dann muss man ja noch zur Terminal B laufen. War es sehr heiß, gab es Orte, wo man sich abkühlen konnte. Also abkühlen könnt ihr euch in jedem Innenraum, auf den Toiletten sogar, Gefrierschrank. Ne? Also da könnt ihr euch wirklich abkühlen. Überall, wo es nach drinnen geht, ist eine Klimaanlage. Und war es sehr heiß? Ja, es war 31, 32 Grad. Also es war schon sehr, sehr heiß. Man hat auch keine Jacke gebraucht. Morgens, ich glaube, abends hatte ich ein, zwei Mal eine Jacke an. Aber zur Not hätte man sie die auch nicht tragen müssen. Strumpfhose gar nicht. Also es war schon sehr, sehr, sehr heiß für meine Verhältnisse. Also ich fand es sehr heiß. Aber nach dem Hurricane angenehmes Heiß. Vorher war es ein unangenehmes Heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ich habe auch gehört, Dörte und Thorsten waren ja schon länger da in WDW. Und das war ich glaube, Juli, August und sowas sind richtig unerträgliche Monate, was auch die Luftfeuchtigkeit angeht. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Wie fühlt sich der gewaltige Zeitunterschied von Amerika und von Europa an? Also, ich muss sagen, ich war jetzt nicht so von Jetlag betroffen. Auf dem Hinflug, also ich sag immer, man muss sich direkt an die Zeit vor Ort anpassen. Also wir sind ja wir sind um 18 Uhr, glaube ich, gelandet. Und bei uns war es dann im Prinzip schon 12 Uhr abends. Und für mich meine Schlafensgehenszeit. Aber natürlich muss man da jetzt durchhalten bis Uhrzeit USA 22, 23 Uhr, damit man sich an die Tageszeit dort gewöhnt. Das heißt, unsere Uhrzeit war ja dann schon 5, 6 Uhr morgens. Das heißt, man ist dann saumüde und man muss durchhalten. Aber dann ist, finde ich, ist man relativ schnell wieder im Zeitrhythmus der dortigen Zeit. Und auch zurück. Wir sind um 12 Uhr gelandet, mittags. Und in Orlando war es ja 6 Uhr morgens. Das heißt, wir wären da gerade für die Parks aufgestanden. Aber natürlich habe ich wenig geschlafen im Flugzeug. Nur 5 Stunden und war dementsprechend müde. Habe mich aber tagsüber nicht hingelegt zu Hause, sondern direkt abends um 9 Uhr war ich dann im Bett. Also schon relativ früh für mich, aber ne, um 9 Uhr im Bett. Das heißt, in Orlando war zwar erst 15 Uhr, aber ich war trotzdem so müde, weil ich halt fertig war von der Reise, dass ich ganz normal geschlafen habe. Und deswegen hatte ich auch kein Jetlag. Und es ist auch kein gewaltiger Zeitunterschied. Also was man natürlich gemerkt hat, ist, dass wenn in Orlando so nach 19, 20 Uhr, dass so die Storyviews runtergegangen sind und die Storyreaktionen, weil natürlich alle dann im Bett waren, ne?
Aber dafür am Tag, also am Morgen, wenn wir aufgestanden sind, die Story, die Reaktion und die Storys dann wieder hoch waren, weil ihr natürlich dann schon mittags hattet und wir gerade erst aufgestanden sind. Oh, beim Hurricane war das auch süß von euch allen. Ihr habt dann gefragt, oh, es kommen keine Storys von euch, ist alles gut bei euch? Und bei uns war es halt erst, wir haben halt ausgeschlafen und da war es halt bis 9 Uhr haben wir dann geschlafen und hier war es halt schon 15 Uhr. Und ihr habt euch dann schon Sorgen gemacht, aber für uns war, wir sind halt erst aufgestanden. Deswegen war schon ganz süß. Aber ich habe keine Probleme mit der Zeitumstellung. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Entspanntere Tage mit einplanen. Also beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall öfter einfach chillen. Zwischendurch nicht jeden Tag in den Parks. Einfach mal ein bisschen entspannter, auch zwischendurch am Pool chillen, ausschlafen, früher ins Bett gehen und so weiter. Also das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Durch die vielen Videos zu machen, kann man WDW dann noch genießen. Auf jeden Fall. Was ihr ja seht, ist eine halbe bis eine Stunde maximal von meinem Tag. Wenn wir morgens um 8, sagen wir mal, in die Parks gegangen sind und bis abends um 8 oder 10 sogar im Parks geblieben sind, dann sind das 12 bis 14 Stunden, die wir in den Parks verbracht haben. Und ihr seht davon vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde in den Vlogs, die ich zusammengeschnitten habe. Also man kann die Parks auf jeden Fall noch genießen, auch wenn man ein Handy in der Hand hat während der Show. Also ich halte da das Handy, aber gucke mir trotzdem ja die Show an. Ne? Das ist ja trotzdem gegeben für mich. Ich kann es trotzdem genießen. Und ja, mir macht es auch Spaß. Also euch mitzunehmen auf den Reisen macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und deswegen mache ich es ja auch. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr machen. Deswegen, ich genieße es, euch mitzunehmen. Mir macht es Spaß und natürlich genieße ich auch die Zeit noch im Park. Und mittlerweile könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen, in Disneyland Paris nicht mehr zu vloggen. Weil es gehört irgendwie jetzt mittlerweile zu mir dazu. Letzte Frage. Ja, da haben wir es geschafft. Was sollte man außer den Parks besuchen? Shopping Center. Ja, also auf jeden Fall die Outlets sind einen Besuch wert. Es gibt ja auch zwei Disney Outlets, aber es gibt noch andere Outlets wie Levi's und Converse und alle möglichen Marken gibt es da zuhauf. Was sollte man sonst besuchen? Auf jeden Fall Universal ist auf jeden Fall ein Besuch wert, auch wenn es arschteuer ist. Und ansonsten könnte man auch noch an den Strand fahren. Das ist, glaube ich, eine Stunde entfernt. Ja. Ansonsten Orlando ist halt so die Freizeitparkgegend. Ne? Also da sind sehr, sehr viele Freizeitparks, wie SeaWorld gibt es dann noch. Und Kissimmee, da gibt es auch einen Freizeitpark. Also rund um Orlando, in Orlando, gibt es halt sehr, sehr viele Freizeitparks. Also für Freizeitparkfans auf jeden Fall der Must-See. Und wenn euch sagt, oh, ihr wollt nur Disney sehen oder ihr macht einen Roundtrip durch Florida und bleibt nur ein paar Tage in Orlando, ja, dann Disney oder Universal auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich konnte eure Fragen so gut es geht beantworten. Und es folgen noch einige Infovideos zu einigen Themen, habe ich ja schon gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten. Es steht aber noch so viel an, an Videocontent. Deswegen, also ich versuche trotzdem bei, ja, es sind eigentlich aktuell 3 Videos pro Woche zu bleiben. Ich möchte nicht noch mehr Videos hochladen. Sonst habt ihr auch gar keine Zeit zu gucken, finde ich. Also ich versuche so bei 3 Videos pro Woche zu bleiben. Mal gucken, wie es ab Dezember wird, wenn ich in der Schweiz bin. Da kann ich noch nicht versprechen, wie oft ich Videos hochladen werde. Es kommt natürlich darauf an, wie lange ich arbeiten werde, ob ich am Wochenende irgendwas unternehmen kann. Aber es wird auf jeden Fall Videos zu der Schweiz gehen, wie ich in die Schweiz ziehe, was ich alles machen muss für den Umzug und so weiter. Anmeldungen etc. pp. Also da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ja, was ist geplant? Sonntag geht es ja nach Thailand und da werde ich die Kamera auch mitnehmen. Ich werde jetzt aber nicht jeden Tag einen Vlog machen, weil es ist halt ein Strandurlaub, Entspannungsurlaub mit meinem Freund. Aber ich werde euch auf jeden Fall das Resort zeigen. Wir übernachten ja im Robinson Club. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen und dann ein paar Eindrücke aus unserem Urlaub. Und dann komme ich zurück und dann geht es auch direkt nach Disneyland Paris. Vom 11. bis zum 13. November. Und dann geht es am 20. November ins Phantasialand zum Wintertraum. Und dann ist auch schon das letzte Wochenende in Deutschland. Und dann muss ich gucken. Eventuell Disneyland Paris, aber steht noch nicht zu 100% fest. Ja, soviel kurz zur Planung. Genug gequatscht. Ich habe meinen Mund fusselig geredet. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.